Hallo. Es gibt immer wieder dieses Phänomen, was ich feststelle, wenn ich mit Leuten rede oder mir manche Beiträge durchlese oder auf bestimmte Fragen bestimmte Antworten bekomme, dass viele den Glauben mit etwas verbinden und eine Vorstellung von diesem Glauben haben, der irgendwie komisch und merkwürdig ist. Und aus meiner Sicht ist vieles davon, was ich da so mitbekomme, eine Art Fürwahrhalteglauben. Also etwas für wahr zu halten, ohne aber irgendwie einen Bezug dazu zu haben. Und das ist irgendwie sinnlos im Prinzip. In der Bibel steht, die Teufel glauben auch und zittern. Also die Vermutung oder sogar das Wissen, dass etwas wahr ist, hilft einem letztlich nicht. Es schadet einem sogar, wenn man nämlich dann die Wahrheit kennt, aber man im Prinzip in seiner Lebenspraxis und in seiner Glaubenspraxis in Anführungszeichen nichts damit anfangen kann und einem das irgendwie nur so eine Art Etikett ist, was man sich an den Hut steckt oder um den Hals trägt. Das geht dann eher in Richtung Religiosität und hat eigentlich mit dem Glauben an sich, wie ihn die Bibel definiert, nicht wirklich was zu tun. Und dieser Fürwahrhalte-Glauben ist im Prinzip auch eine ganz gefährliche Sache. Nämlich, dass man sich in Sicherheit wiegt, dass man meint, es ist doch alles in Ordnung. Oder indem man vielleicht meint, ich glaube an die Kirche und verlasse mich dann darauf, dass die das alles für mich irgendwie regeln, weil die sind ja an der Quelle, die müssten ja Bescheid wissen. Also halte ich mich einfach an die und glaube das, was die tun und sagen, und dann ist die Sache erledigt. Aber das ist ja irgendwie ein feiger Glaube, würde ich sagen, dass man nämlich dann irgendwie eine Institution nach vorne stellt und sich quasi hinter sie stellt, in der Hoffnung, dass die das alles irgendwie in Ordnung bringen. Das war ja auch im Mittelalter so und da wurde ja gewaltig Missbrauch betrieben mit dem Ablasshandel und so weiter, dass man dann quasi gesagt hat, wir bringen das in Ordnung, aber wir hätten gerne ein bisschen Knete dafür, ein bisschen Geld. Oder ihr könnt auch dies und jenes erwerben und kaufen und dann machen wir das mit Brief und Siegel und das ist dann euer Freibrief, der euch dann direkt in den Himmel bringt oder der euch aus dem Fegefeuer herausbringt und so weiter und so fort. Also das ist auch ein Fürwahrhalteglauben, ein religiöser Glauben, der eigentlich in seiner Basis völlig substanzlos ist und nicht viel Wert hat. Nicht einmal den Wert für das Papier, wo das draufgeschrieben steht. Und dieser Fürwahrhalteglauben ist nicht der biblische Glauben. Der Glaube, wie ihn die Bibel definiert, hat ganz eng mit Jesus Christus zu tun. Da geht es um eine Beziehung. Da geht es um ein neues Leben. Und zwar ein Leben, was neu geworden ist durch den Heiligen Geist, durch die Wiedergeburt aus Wasser und Geist, wie es die Bibel definiert. Es geht letztlich um eine Beziehung. Und eine Beziehung ist eben kein Fürwahrhalteglauben oder ein religiöser Glauben, dass man halt irgendwelche Dinge tut oder irgendwo Mitglied ist und ansonsten die Sache einfach stehen lässt und Gott einen guten Mann sein lässt. Das ist kein Glaube, kein rettender Glaube. Und Jesus Christus, an ihn zu glauben, kann letztlich auch in die Irre führen, nämlich dann, wenn man diesen Jesus Christus eben nicht als Sohn Gottes anerkennt, eben nicht als denjenigen, der gekreuzigt wurde, der sein Leben freiwillig hingegeben hat zur Vergebung der Sünden. Und wer glaubt im biblischen Sinne, ist mit Jesus Christus mitgestorben und auch mit auferstanden. Das wird ja zum Beispiel auch in der Taufe symbolisiert. Man taucht unter als sündiger Mensch und taucht auf als neuer, als Wiedergeborener, als erlöster und gerechtfertigter Mensch. Und vor Gott zählt nur die Gerechtigkeit. Und wir als Menschen haben keine Chance, Gott jemals in irgendeiner Art und Weise gerecht zu werden. Das konnte nur Gott selbst tun, indem er Mensch wurde und sein perfektes, sündloses Leben hingegeben hat. Und jeder, der an ihn glaubt, geht nun nicht mehr verloren. Und in Jesus Christus gilt die Gerechtigkeit, die vor dem allmächtigen ewigen Vater auch seine Gültigkeit hat. Und wer diesen Glauben hat und das auch geistlich erfährt und in seinem Herzen, in seiner Seele das auch weiß, der ist ein Christ. Der ist angenommen, der ist
auf dem Weg in den Himmel. Der wird geheiligt, der wird erzogen, der wird geliebt, der wird durchgetragen. Der hat Hoffnung auf das ewige Leben. Und Christen sind im Grunde nichts Besseres als andere. Das möchte ich auch ganz klar betonen. Christen sind nicht besser, aber sie sind besser dran. Aber das, was uns besser macht vor Gott, das können wir nicht aus eigener Kraft bewerkstelligen. Was uns besser macht vor Gott, das ist das, was Jesus Christus getan hat. Er stellt uns besser, nämlich erlöst, vor Gott. Und das ist der rettende Glaube. Wir glauben an den gekreuzigten Heiland Jesus Christus. Daran müssen und dürfen wir festhalten, wenn wir uns Christen nennen. Und das ist alles andere als ein Allerweltsglauben. Gott segne euch.